Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christina Key, ich bin Expertin für die kreative Fotografie und für Selfies und in diesem Video werden wir eine stylische DIY-Betonlampe einfach selbst machen. Vielleicht hast du schon mal so eine Lampe gesehen und hast dich dann auch ein bisschen gewundert, warum die eigentlich so übertrieben teuer sind. So ging es mir jedenfalls, deswegen habe ich kurzerhand selbst Hand angelegt und mir einfach selbst eine coole Designerlampe angefertigt. In diesem Video werden wir übrigens alles beleuchten. Das heißt, ich zeige dir übrigens auch noch ein paar Selfies, die ich dir ausführlich im morgigen Video zeige. Aber jetzt machen wir zuerst mal die Lampe in diesem Video. Und was benötigen wir alles? Wir benötigen Quarzsand, Zement, Wasser, einen alten Eimer, wir benötigen einen Spachtel, einen quadratischen Karton, das wird sozusagen die Form von unserer Lampe. Da kannst du einfach eine alte Verpackung nehmen, du kannst aber auch zum Beispiel einen runden Karton machen, was du einfach möchtest. Jedenfalls benötigen wir auch noch altes Zeitungspapier, dann noch so eine stylische Lampe. Ich habe so ein Modell genommen, du findest unten in der Videobeschreibung übrigens alle Artikel verlinkt. Dann benötigen wir auch noch eine Lampenfassung, ein Stromkabel, Klebestreifen, einen Strohhalm, eine Klorolle und ein Glas. Wie gehen wir jetzt am besten vor? Wir mischen uns unsere Mischung aus 50% Quarzsand an und nehmen auch noch 50% Zement mit etwas Wasser. Ich habe ungefähr 400 ml Wasser genommen. Du kannst ein bisschen mehr nehmen oder auch weniger. Wichtig ist halt auch, dass du darauf achtest, dass die ganze Masse dementsprechend flüssig ist, aber auch halt nicht zu flüssig. Also man könnte so ein bisschen vergleichen wie mit einem Kuchenteig tatsächlich, sodass das dann auch nachher in unserem vorgefertigten Förmchen sozusagen, also bei mir in dem Karton, wirklich eine gute Konsistenz abgibt. Wenn wir die Masse dann eben durchgemischt haben, schnappen wir uns so einen Strohhalm und eine Klorolle und befestigen das so wie auf dem Bild, weil da kommt nachher unsere Lampe sozusagen und das Kabel für die Lampe sowie auch die ganze Lampenfassung hin. Ist ganz, ganz wichtig, dass du darauf achtest, sonst können wir nämlich nicht unsere Lampe wirklich an den Strom anschließen und sonst geht ja alles andere als ein Licht auch später, ne? Also ganz, ganz wichtig, du kannst dich ja hier an den Fotos orientieren, das ist ganz, ganz einfach. Ich finde, wenn man es direkt anguckt, dann blickt man, was hier Sache ist. Und dieser Strohhalm ist halt wichtig, weil genau dort läuft nachher unser Stromkabel direkt zur Lampenfassung und wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Schritt. Nun lassen wir das Ganze für 2 Tage trocknen und danach lösen wir das Ganze vorsichtig und können das auch noch mit etwas Schmirgelpapier abschleifen, sodass es dann noch ein bisschen glatter wird. Oder wir können diesen Schritt auch lassen, wenn wir es gerne etwas rauer hätten. Die Lampenfassung machen wir jetzt direkt da rein und verbinden das mit dem Stromkabel. Jetzt wird es ein bisschen tricky, aber das kriegst du gut hin. Und zwar müssen wir jetzt das Kabel durch die kleine Öffnung, wo vorhin eben das Strohhalm war, sozusagen durchfädeln. Jetzt können wir die LED-Lampe direkt einschrauben und dann heißt es, es werde Licht. Dir geht dann direkt, sprichwörtlich, ein Lichtlein auf. Und vielleicht kennst du auch den Spruch an dieser Stelle, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Jedenfalls habe ich hier noch einen Tipp für dich. Und zwar, je nachdem, ob man den Lampensockel später sehen soll oder nicht, muss man halt den Hohlraum in dem Beton sozusagen tiefer machen. Aber ich wollte das so ein bisschen sichtbar haben, deswegen habe ich das Ganze so gestaltet. Und ich finde, das sieht einfach super, super cool aus, auch mit der Lampe, die ich verwendet habe, weil die ganze Form davon ist halt schon sehr, sehr fancy. Und ich habe damit tatsächlich auch noch übertrieben coole Selfies gemacht. Also ich bin selbst immer noch völlig von den Socken, also wirklich völlig geflasht. Und zwar habe ich da auch wieder mit einem Sternfilter und so weiter gearbeitet. Ich zeige dir morgen auch in einem neuen Video das komplette Selfie-Shooting und gebe dir auch da noch weitere Fotografie-Tipps, aber das würde jetzt dieses Video tatsächlich sprengen. Deswegen lass mir gerne ein Abo da und auch ein Like, wenn dir dieses Video gut gefallen hat. Ich hoffe doch. Und dann sehen wir uns nämlich morgen direkt in meinem Selfie-Shooting. Wie gesagt, da habe ich tatsächlich mit dieser fantastischen DIY-Designerlampe fotografiert. Und wirklich sehr, sehr cool. Und ich hoffe jetzt jedenfalls, dass dir das Video gefallen hat. Und ist es nicht fantastisch?
Absolut Knorkel, was man alles selbst machen kann, nicht wahr? Und noch ein paar Tipps. Auf jeden Fall habe ich meine DIY-Betonlampe auch so ein bisschen dekoriert. Ich habe da noch zu anderen Naturmaterialien gegriffen. Du siehst es ja auch auf den Fotos. Da haben wir tatsächlich wieder unsere DIY-Leinwand, die ich dir ja gestern schon direkt im Video gezeigt habe. Und die Kombination, finde ich, von dieser stylischen Designerlampe, die wir selbst gemacht haben, und eben auch von der DIY-Leinwand mit dem Aquarellmuster, sieht ja auch mal übertrieben kitastisch aus, nicht wahr? Ja, wie gesagt, wir sehen uns morgen in einem neuen Video und denk immer dran, immer schön Knorkel bleiben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung und alle Produkte findest du unten direkt verlinkt. Schau da gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, deine Christina Key, deine Expertin für die kreative Fotografie und für Selfies.